und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Maike und ich zeige dir heute einen sommerlichen Look, den ich direkt mit Sommer verbinde. Und wenn du jetzt wissen willst, wie ich das Ganze geschminkt habe, dann bleib dran. So, wundert euch jetzt nicht über mein Aussehen. Ich bin noch komplett ungeschminkt und werde jetzt zusammen mit euch einen Look schminken. Da nehmen wir jetzt auch schon das erste Produkt. Und dafür nehme ich mir hier das Instant Matte Make-up in 30 Matte Vanilla. Dann nehme ich mir das Ganze und verteile einfach gleichmäßig so ein paar Punkte auf meinem Gesicht, damit ich das Ganze dann mit einem Foundation-Pinsel verblenden kann. Und ihr seht schon, das Ganze verteilt sich richtig, richtig gut. Und sobald das eingearbeitet ist, bekommt ihr einfach einen schönen, gleichmäßigen Tag. Wenn ihr das Ganze hier so ein bisschen den Nacken noch runter arbeitet, dann bekommt ihr einfach einen gleichmäßigeren Übergang zwischen eurem Gesicht und eurem Hals. Und jetzt folgen natürlich noch Concealer und Puder. Und da du das Ganze bestimmt schon ganz oft gesehen hast, schnipse ich jetzt einmal. Wir werden unseren Fokus nämlich heute sehr auf die Augen legen. Und natürlich braucht ein schönes Augen-Make-up auch schön geformte Augenbrauen, damit das Ganze so ein bisschen eingerahmt ist. Und da nehme ich mir jetzt hier den Essence Eyebrow Designer zusammen mit dem Make Me Brow Eyebrow Gel. Und zusammen sorgen die beiden dafür, dass die Augen erst aufgefüllt werden und anschließend dann noch so ein bisschen in Form gebürstet werden und auch den ganzen Tag so bleiben. Wie ihr sehen könnt, verwende ich hier einfach den Augenbrauenstift, um meine Augenbrauen ein bisschen aufzufüllen. So sehen jetzt meine Augenbrauen aus. Und da das Ganze noch ein bisschen hart und unverblendet aussieht, nehme ich mir, wie gesagt, nochmal das Make Me Brow Eyebrow Gel und verteile das jetzt nochmal über meine Augenbrauen. Und jetzt kommen wir zu dem Augen-Make-up, was ja auch so ein bisschen Herzstück des Looks ist. Und um das natürlich ordentlich vorzubereiten, nehme ich mir hier die I Love Color Intensifying Eyeshadow Base. Und die trage ich jetzt großzügig auf mein bewegliches Lid im Innenwinkel und unter den Augenbrauen auf. Und das Ganze lässt sich wirklich super einfach mit den Fingern verblenden. Also ihr tragt wirklich ein paar Punkte auf eure beweglichen Lider auf und könnt das Ganze so ein bisschen nach oben blenden, um eben nachher das Augenbrauen-Highlight auch ein bisschen zu fixieren und einfach besser auftragen zu können. Ich zeige dir heute ja ein Make-up, was mit mehreren Lidschatten geschminkt wird, und man fängt in der Regel immer mit dem hellsten Ton an, und den nehme ich heute aus dieser Palette hier, und das ist die Eye & Face Palette von Essence, und hier sind zwei sehr schöne helle Töne drin und ich nehme mir quasi den ganz hellsten und trage den jetzt auf dem beweglichen Lid komplett auf und im Innenwinkel. Und dafür gehe ich jetzt mit einem Eyeshadow-Pinsel in diesen schönen Champagnerton rein und puste das Ganze so ein bisschen ab, damit nicht zu viel Produkt auf mein Augenlid kommt. Auch hier ist wieder dieser kleine Spiegel in dem Puder super praktisch, denn ich kann direkt sehen, wo das Produkt hinkommt, was ich auftrage. Und ich trage den Lidschatten, wie gesagt, auf dem gesamten beweglichen Lid im Innenwinkel und auch so ein bisschen unter der Augenbraue auf. So, die nächste Lidschattenfarbe, die ich jetzt verwende, ist eigentlich ein Rouge-Ton aus dem My Must-Have Sortiment. Und zwar ist das der Satin Blush in der 01 Coral Dream. Und das erinnert mich auch so ein bisschen an so ein Sommer-Smoky Eye. Und ich finde, dass das einfach sehr gut zu dem Look passt. Und dafür nehme ich mir dann jetzt nochmal den Lidschattenpinsel und trage das Ganze in der Lidfalte und im äußeren bis mittleren Augenwinkel auf. Und diesen Ton trage ich, wie gesagt, hier im äußeren Winkel auf, um eben ein bisschen Farbe in das Make-up zu bringen. Denn bis jetzt haben wir eher einen hellen, neutralen Ton aufgetragen. Und ich möchte jetzt langsam so ein bisschen in dieses dunklere, rötlichere gehen. Und da ist das eben eine sehr gute Übergangsfarbe. Und ich nehme mir wieder einen Matte Blush, und zwar ist das dieses Mal die 02 Cozy Rosy, und dieser Matte Blush geht schon eher in die bräunlichere Richtung. Das heißt, wir gehen jetzt so ein bisschen weg von dem Rot, davon haben wir ja jetzt genug auf dem Augenlid drauf, und damit überblenden wir nochmal im äußeren Augenbereich diese rötlichen Töne, damit es quasi so von Champagner in Rot in Braun übergeht. Ich nehme mir jetzt wieder den gleichen Camouflage Pinsel wie eben, da ist auch noch so ein bisschen Rest von dem anderen Lidschatten dran. Das heißt, es
das wird sich gleich einfach schön verblenden. Also nehme ich mir jetzt was von dem bräunlicheren Ton, klopfe das Ganze gut ab und trage das jetzt auf. So, den letzten Ton, den ich für das Augen-Make-up benutze, ist dann mal ausnahmsweise kein Rouge. Und zwar ist der auch aus der Eye & Face Palette. Und das ist eben dieser kühle, dunkelbraune Ton, den ihr hier sehen könnt. Und dafür nehme ich mir ebenfalls nochmal diesen Camouflage-Pinsel und damit arbeite ich diesen Ton jetzt im äußeren Augenwinkel und der Lidfalte ein. So sieht jetzt das Augen-Make-up aus, nachdem ich alle Lidschatten verwendet habe. Zu so einem Augen-Make-up passt natürlich auch ein Lidstrich und für den nehme ich mir heute den Superfine Eyeliner in Waterproof, damit das Ganze auch noch lange hält. Da kannst du dir natürlich aussuchen, wie dick du den haben möchtest, ob du einen langen Wing trägst oder einen kurzen. Da ist es einfach individualisierbar und einfach Geschmackssache. Weiter geht es mit Wimperntusche und da benutze ich heute die Lash Princess False Lash Effect Mascara und das ist meine Lieblingswimperntusche von Essence, denn die macht super schöne, lange geschwungene Wimpern und deswegen benutze ich die jetzt. Diese Mascara lässt sich übrigens auch sehr gut schichten, das heißt, wenn du ein bisschen auffälligere und ausdrucksstarke Wimpern haben möchtest, dann trag die erste Schicht auf, lass sie ein bisschen trocknen und trag noch eine zweite auf und dann werden deine Wimpern so ein richtiger Hingucker. So sieht dann das fertige Augen-Make-up aus, nachdem ich quasi noch meine Wimpern getuscht habe und wir können uns jetzt um unsere Bräune kümmern. Und dafür nehme ich mir hier das Luminous Matte Bronzing Puder und dafür nehme ich mir dann einfach hier so einen Konturpinsel und damit trage ich das Ganze jetzt auf. Wie ihr sehen könnt, hat sich hier die ein oder andere harte Kante gebildet. Das ist gar nicht schlimm, denn dafür nehme ich mir jetzt nochmal einen Puderpinsel und verblende das Ganze nochmal. Als Highlighter benutze ich bei diesem Look wieder einen Ton aus der Eye & Face Palette. Und zwar ist das dieser schöne helle Ton hier und da gehe ich jetzt mit diesem Federpinsel bzw. mit dieser Fanbrush so ein bisschen rein und das trage ich dann einfach hier oben so ein bisschen auf meinem Wangenknochen auf. Das muss gar nicht so viel sein, da hängt es wieder davon ab, wie sehr ihr Highlighter mögt. Ich mag sehr gerne Highlighter, ich bade manchmal auch in Highlighter, das habt ihr bestimmt auch schon gesehen. Dem einen oder anderen mag das vielleicht zu viel sein, das ist einfach wieder einfach ein Ding der Persönlichkeit. Ich bin der Meinung, dass sowohl rötliche Lippen als auch bräunliche Lippen zu diesem Look sehr schön aussehen können und deswegen zeige ich euch einmal diesen Look mit der Variante von roten Lippen und einmal mit der Variante von braunen Lippen. Bei der Variante mit den bräunlicheren Lippen habe ich mich für den Matte Long Lasting Lip Gloss in der 02 entschieden und das ist so ein schöner, cremiger, bräunlicher Ton und den trage ich jetzt auf. So sieht das Ganze jetzt mit der bräunlichen Variante aus. Also es ist ein sehr helles Braun, was auch noch so ein bisschen ins rosa-rötliche geht. Und es ist einfach eine sehr neutrale Farbe und ich finde, sie passt sich dem Augen-Make-up sehr gut an. Bei dem rötlichen Lippenprodukt habe ich mich hier auch für einen Matte Long Lasting Lip Gloss entschieden. Und zwar ist das die 04 Ready Set Impress. Und ihr seht schon, der passt richtig gut zu meinem Kleid. So sieht dann die zweite Variante aus, nachdem ich noch ein bisschen Produkt runtergenommen habe und mich würde wahnsinnig interessieren, welches Lippenprodukt euch besser gefällt, also schreibt es mal unten in die Kommentare. So, das war jetzt mein Make-up-Look. Ich hoffe immer, dass er dir gefallen hat. Vergiss natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!